Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Philosophie und Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Blossom Gottschild, Föderation des Lichts, Botschaft vom 26. September 2019, übersetzt von Emmy X. Nun, hallo? Ist jemand zu Hause? Fühle mich freudig erregt, nach meiner Pause wieder den Kontakt aufzunehmen. Ich tummel mich zwar immer noch auf der Bühne herum, aber meine Tage sind jetzt frei. Also, meine Freunde, was steht an? Das herzlichste Willkommen an dich und in der Tat an all jene, die sehnsüchtig darauf gewartet haben, von uns zu hören. Auch wir freuen uns über die Aussicht, uns wieder mit euch allen zu verbinden. Denn selbst innerhalb dieser wenigen Wochen der Abwesenheit wurde viel diagnostiziert und in Position gebracht, sowohl vordergründig als auch im Hintergrund. Was meint ihr mit diagnostiziert? In dem größeren da draußen Schema der Dinge wurde viel auf der energetischen Ebene entdeckt. Es gibt riesige Taschen des Lichts, die jedem einzelnen Aspekt des Lebens auf deinem Planeten so viel Gutes tun. Es gibt auch Elemente des verstaubten Fortschritts bei der Beseitigung von Energien, die keinen Platz mehr im großen Schema der Dinge haben. Aus einer Erklärungsebene der sich bewegenden Energie und aus der Sicht, in der wir uns befinden, ist es sehr offensichtlich, dass die verstaubte Energie nur noch sehr wenig Kraft in sich hat, im Sinne von Wissen, dass sie besiegt wird. Das ist so im Allgemeinen, und doch gibt es immer noch Bereiche, die sich weigern, aufzugeben und nachzugeben. Trotzdem macht es wenig Sinn, den Kampf fortzusetzen, denn das Licht hat seine rechtmäßige Position eingenommen. Das ist schön zu hören. Ich danke euch. Allerdings gibt es diejenigen, die das Gefühl haben, dass es erneut ein Hype ist, der uns dann wieder hängen lässt. Nein, dribbeln auf es wartend. Wir lächeln aus unserem inneren Sein heraus, Blossom. Mit dem größten Respekt für diejenigen, die sich so fühlen, sich vielleicht ein wenig tiefer auf ihr Wissen einzustellen, um sich mit diesem Wissen zu verbinden, dass alles am richtigen Ort ist. Wir haben nicht das Gefühl, dass wir euch hängen gelassen haben, wie ihr es ausdrücken würdet. Wenn wir davon sprechen, dass die Energien zunehmen, dann liegt es daran, dass sie es tun. Wenn wir davon sprechen, dass das Event immer näher kommt, dann liegt es daran, dass es so ist. Wenn wir von Zeit sprechen, herrscht Verwirrung. Alles von dem, was ihr in eurem Inneren lebt, all das, was auf eurem Planeten geschieht, reist in seinem eigenen göttlichen Tempo. Wir bitten und haben es schon einmal getan, dass ihr euch nicht auf das konzentriert, was kommen wird, sondern dass ihr eure volle Aufmerksamkeit der Liebe widmet, die ihr seid, genau hier, genau jetzt. Wie fühlst du dich im Moment? Ist es von Freude? Ist es von Traurigkeit? Achte zu jeder Zeit auf deine Schwingungshaltung. Denn, liebe Seelen, deine Wahl des Schwingungsgedankens ist wahrscheinlich der wichtigste Aspekt dessen, was du auf den Tisch stellen kannst. Sich mutlos zu fühlen, weil sich der Himmel nicht geöffnet hat, während Posaunen ertönen, oder weil 1000 Lichtschiffe nicht in deinem nächsten Park gelandet sind, ist nicht das, was deine Welt verändert. Ja, wir sind uns sehr wohl bewusst, dass viele von euch das Gefühl haben, dass ihr zu lange gewartet habt und dass alles, was durch viele gechannelt wird, nie zum Erfolg führt. Jedoch du, jeder einzelne von euch weiß auch, dass dieses innere Gefühl, die Gewissheit, dass du weiterhin dein Licht strahlen lassen wirst, das ist, was du tun sollst, weil du seinen Zweck erkennst, wenn du das tust.
Wenn ihr euch wirklich durch das Ich bin die Liebe miteinander verbindet, Ich bin das Licht, Ich bin Akkord, gibt es ein Band, eine Verbindung der Kraft, die auf deinem Planeten so anschwillt wie nie zuvor. Du kennst die Veränderungen, die in dir stattfinden. Wir schlagen vor, dass du dich an das Wissen von diesen Veränderungen hältst, die mit Veränderungen einhergehen, welche auf einer äußeren Oberfläche vielleicht nicht so offensichtlich erscheinen. Denkt daran, ihr Lieben, es gibt viel hinter den Kulissen, das vor euch verborgen ist. Und es ist noch nicht das richtige Timing, damit solche Dinge enthüllt werden. Doch wenn du dich entscheidest, das Kraftgebäude in dir zu erkennen, wenn du akzeptierst, dass stärkere Emotionen, die in dir aufsteigen, dies wegen deiner lichteren Gesinnung tun, dann kannst du nicht anders als zu spüren, dass du dem dramatischsten Wandel, der je erlebt wurde, immer näher kommst. Ich verstehe das vollkommen und ihr habt recht, was den Aspekt der Zeit betrifft. Es wird so viel kommen, das weiß ich. Doch für uns hier unten, wenn ihr sagt, dass etwas geschehen wird, fühlen sich viele, als würde es innerhalb der nächsten 6 Monate als allgemeiner Zeitrahmen geschehen. Und dann vergehen 6 Monate nach den nächsten 6 Monaten und alles fühlt sich irgendwie gleich an. Genau, das ist unser Punkt, Blossom. Es ist nicht dasselbe. Innerhalb von 6 Monaten deiner Zeit, die durch den Raum geht, so viel hat sich ereignet. Zum Beispiel? Hauptsächlich energetisch. Und das ist die Essenz der Veränderung. Betrachtet, wenn ihr wollt, die Menge an Energie, die in einem bestimmten Ding liegt. Sagen wir vorerst in einem Ornament auf einem Regal, das seit vielen Jahren dort steht. Es ist Energie, Teil von allem und doch verkapselt in ihrer eigenen Individualität der Energie. Die Energie mag fast zum Stillstand gekommen sein, während sie dort ruht. Die Energie mag abgestanden und fast stagnierend geworden sein. Und doch, selbst wenn eine lichte Seele daran vorbeigeht, ändert sie, ohne es zu wissen, den Fluss des Ornaments, weil alles mit innerhalb von allem interagiert. Stellt euch dann die Möglichkeiten vor, wenn dieses Ornament aufgehoben, entstaubt und an einem neuen Ort in Reichweite des Sonnenlichts platziert wird. Ein völlig neuer Kurs alleine für dieses Ornament ist jetzt im Spiel und es beeinflusst alles andere um es herum, was wiederum alles um das herum beeinflusst und dann alles um das herum beeinflusst und das wiederum alles um das herum, wie der Welleneffekt endlos weitergeht. Eine kleine Sache, die vielleicht in einem kleinen Haus, in einem kleinen Dorf stattfinden könnte, und doch die Wirkung ihrer Bewegung betrifft alle. Also dann stellt euch vor, oder fangt an es zu versuchen, alle diese Umwälzungen, alle diese Veränderungen, während wir eine Ära eurer Zeit hinter uns lassen, die sich angefühlt hat, als wäre sie seit Äonen in Beton gegossen und durchströmen nun das Licht der Liebe selbst. Stell dir all die energetischen Veränderungen vor, die mit jedem Atemzug stattfinden. Ihr und euer Planet bewegt euch in eine höhere, hellere Schwingung des Lichts. Das hat es noch nie zuvor gegeben. Das ist riesig. Dies kann nicht über um eine schnelle Wende minimiert werden. Es kann einfach nicht auf diese Weise durchgeführt werden. Denn jedes Teilchen, das sich verwandelt, wirkt sich auf das nächste aus und das nächste und das nächste. Wir wissen, dass sich alles nach Plan verändert, am Ende des Tages. Jede Aktion von jemandem wirkt sich auf das Ganze aus. Und wir sind nicht für die freie Wahl verantwortlich. Deshalb, aus diesem Grund,
würdigen wir euch für alles, was ihr tut. Der Fortschritt, der sich in Sprüngen und Grenzen vorwärts bewegt, liegt bei jedem von euch und eurer Wahl, das Licht zu sein, zu wissen, dass du das Licht bist. Wir haben es immer und immer wieder angesprochen, doch es ist von großer Bedeutung. Wenn du weißt, dass du das Licht bist, machst du Geschichte, denn das Wissen ist der Schlüssel. Du musst es nicht versuchen, du bist es einfach. Die Wirkung, die das hat, ist überwältigend. Denn Licht ist Macht. Wir bitten euch nicht zu messen, welche Spannung des Lichts ihr ausstrahlt. Das ist kein Wettbewerb. Wir bitten dich nur zu erkennen, dass du Licht bist. Und in diesem Wissen, die Kraft des Lichts selbst strahlt aus dir und arbeitet durch dich. Wenn du fortfährst, diese Information bis in deinen tiefsten Kern zu tragen: Ich bin das Licht, ich bin die Liebe, ich bin. Es bringt deine Wahrheit hervor, es verfestigt deine Wahrheit, es vergrößert sich in eine Energie, alles in dem Wissen, dass es Licht ist. Wenn diese eine Energielichtkraft im Seelenselbst erkannt wird, fühlt man sich nicht länger allein und nutzlos. Nicht länger hat man das Gefühl, dass es als Individuum wenig gibt, was man tun könnte. Für die Verbindung mit der Lichtkraftenergie. Das heißt, es ist einfach. Es erlaubt dir, dich von einer Kraft des Wohlbefindens befähigt zu fühlen, die durch dein Wissen strömt. Es kann keine Verleugnung geben, und in diesem Gefühl wisst ihr, dass es stattfindet, im Innern. Und auf einmal hat es sich verwandelt und im inneren Wissen verankert. So sehr schnell werden die äußeren Erfahrungen enthüllt werden, im Verständnis, dass die Lichtkraft eines jeden Menschen bereit und vorbereitet ist, in der Lage zu sein, den Zweck seiner Seele zu erfüllen. Kannst du leugnen, dass dies so ist? Denn jeder von euch fühlt das im Inneren, und es wird im Inneren gespürt, weil es die Wahrheit ist. Alles ist so, wie es sein sollte. Deshalb bitten wir diejenigen unter euch, die nachlassen, darum, alle Zweifel zu beseitigen und aus deinem Herzen, Seele, Raum heraus die Kraft aufzubauen, die du brauchst, damit du dich zu gegebener Zeit in deiner persönlichen Position auszeichnen kannst. Du bist bereit, bleib bereit und doch wachse immer weiter im Dienst des Lichts und der Liebe, wo immer du bist, was auch immer du tust, was immer du denkst. Es ist schwierig, das, was wir auszudrücken versuchen, in Worte zu fassen. Und doch vertrauen wir darauf, dass du, während du 3 tiefe Atemzüge machst, lächelst und wiederholst: Ich bin das Licht. Ich bin die Liebe. Ich bin. Dann bekommst du es. Keine Worte sind notwendig. Keine Worte können dieses Feeling beschreiben. Keine Worte können das Wissen erklären, denn so ist es einfach. Strahle, 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 strahle dein Licht. Genieße das Leuchten, es bringt dich dorthin, wo du so viel schneller bist. Vielen Dank, Leute. Es ist ein Vergnügen, wieder zurück zu sein. Und jetzt brauchen wir nur noch mein neues Mailinglistensystem in Betrieb zu nehmen und wir sind wieder im Geschäft. Ich weiß, dass ich für viele spreche, wenn ich sage, wir lieben euch. In Dankbarkeit, im liebenden Dienst, ich bin. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape.
Vielen Dank für deinen Energieausgleich.